Moin, ein bisschen Fuzzy Yellow Balls Stil hier, auch stilecht mit dem richtigen Ausrüster. Die neuen Kennen sind da, wie man sieht, darum geht es aber nicht, sondern ich habe einen total geilen Tipp vom lieben Roland gekriegt, sehr cool, fürs Umgreifen von der Vorhand auf die Rückhand. Ich habe vorher so umgegriffen, komme aus der Vorhand, nehme den zweiten zur Hilfe, drehe um und komme so auf den Rückhandgriff. Rein, drehen und gib ihm. Sagt Roland, das dauert viel zu lange. Ich so, hä? Er meinte, ja, machst du einfach so. Ich so, hä? Ist richtig. Ich greife einfach komplett um, Vorhand und bin auf dem Rückhandgriff. Ohne irgendwas Großes zu tun. So, Geheimnis ist einfach, ich drehe nicht so rum, sondern ich mache die kleine Bewegung, drehe so rum und gehe derweil mit den Fingern ganz klein ein bisschen rum und dann auf den Rückhandgriff. Wer stabilisieren will als einhändiger Rückhand, kann das immer noch machen, hat aber schon gewechselt und kann wieder fließend auf die Vorhand zurück. Und es geht hin und her und hin und her und das spart Zeit ohne Ende. Das finde ich einen total geilen Tipp. Ich kannte den überhaupt nicht. Falls ich der einzige Mensch auf dem Planeten war, der das Ding noch nicht kannte, ist das Video für Nüsse. Falls ihr es noch nicht kannte oder wenigstens irgendeiner den Trick noch nicht kannte, dann hat es ja vielleicht was gebracht. Ich probiere gleich auf den Platz auf, hat sich aber schon so ein bisschen eingespielt, obwohl ich das erst am Mittwoch gesagt gekriegt habe, was sehr cool ist. Bin mal gespannt, wie das auf dem Platz ist, zumal ich noch gegen Roland spiele. Bis dahin winke ich jetzt mal ganz bescheuert in die Kamera und sage Tschüss.